Nachdem wir Laura Jost von der Universität Tübingen gehört haben zum Thema Ist der Islam eine gefährliche Religion, hören wir jetzt Naima Hamid von der Universität Frankfurt. Sie wird dagegen halten. Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Assalamu alaikum. Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen. Der Anschlag auf Charlie Hebdo. Der 11. September. Der Weihnachtsmarkt in Berlin. Das war meine Schuld. Dafür bekenne ich mich als Muslima vor Ihnen allen für schuldig. Dann sollten wir dich wohl am besten sofort verhaften. Das können Sie gerne tun. Lassen Sie mich nur kurz meinen Vortrag zu Ende bringen. Und vorwegnehmen, dass Sie dann auch im Gefängnis landen. Denn dass der Islam gefährlicher sein soll und gewaltverherrlichender als andere Religionen, finde ich hier auf diesem Boden mutig auszusprechen. Hier in Europa, wo alleine im 20. Jahrhundert 6 Millionen Juden von Christen ermordet wurden. Aber gut, wenn das die Argumentationslinie ist, alle Menschen gleichzusetzen, die einer Religion angehören, dann haben Sie alle das Blut Ihrer Vorfahren an Ihren Händen. Und Fakt ist, hier in Europa wurden im Namen des Christentums schon viel zu viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Die Hexenverfolgung, die Kreuzzüge, die Ermordung unzähliger Protestanten nach der Reformation. Haben Sie das alles schon vergessen? Sie werfen dem Islam Textpassagen wie diese hier vor. Es sollen auch Ihre Kinder vor Ihren Augen zerschmettert, Ihre Häuser geplündert, und ihre Frauen geschändet werden. Nicht wahr, Frau Jost? Das stammt aus der Bibel. Jesaja 13, 16. Und es mag Sie überraschen, was ich jetzt sage. Aber ich glaube trotzdem, dass das Christentum auf Güte, auf Respekt und vor allem auf Nächstenliebe fußt. Übrigens ein Gebot der Tora. Und das, obwohl solche Passagen hier in der Bibel stehen. Jede Religion. Jede Ideologie, jedes Buch kann missverstanden werden oder von schlechten Menschen für ihre Zwecke benutzt werden. Al-Qaida, Boko Haram, der Islamische Staat, sie alle berufen sich auf den Koran. Aber sind das wirklich Muslime? Und ist das, was sie tun, wirklich religiös motiviert? In den Augen der islamischen Glaubensgemeinschaft und ihrer Gelehrten? Sicher nicht. Und dann dürfen wir eine andere Sache nicht vergessen. Wir sprechen beim Islam von einer Weltreligion, der 1,8 Milliarden Menschen angehört. Glauben Sie, 1,8 Milliarden Menschen sind Befürworter, alle Befürworter einer Religion der Gewalt. Und nicht vielleicht doch einfach nur friedliebende Muslime, die durch ihre Religion spirituell wachsen und von ihr in ihrem Alltag gestützt, begleitet und getröstet werden? Glauben Sie wirklich, der Islam ist böse? Oder sind es nicht viel mehr Einzelne, die den Islam für ihren Hass gegen die Gesellschaft, von der sie sich unterdrückt und missachtet fühlen, missbrauchen? Ich erlaube mir zusammenzufassen. Der Islam ist keinesfalls eine gewaltverherrlichende oder gefährliche Religion. Salam alaikum. Der Friede sei mit Ihnen.